Vor ziemlich genau 2 Jahren stand ich ungefähr hier und habe gesagt, das hier wird unser neues Büro. Die Base. Und jetzt, im Jahr 2021, nachdem gerade letztes Jahr einiges in dieser Welt passiert ist, Coronavirus, würde ich sagen, das war's mit diesem Büro. Wir ziehen hier aus, in ein paar Wochen schon. Und ja, warum erzähle ich euch heute hier im Video? Nein! Oh, oh, dann führt die Person, nein! Ja, erzähl mal sehr gut. Genau, also ich mache einmal hier Produktfotos, wenn wir euch teilen. Schon, und man wollte eine deutsche Version. So viele Erinnerungen in diesem Büro, das ist echt krass, was wir hier alles gemacht haben in den 2 Jahren. Ich war noch nie 2 Jahre in einem Büro, Leute. Ihr wisst, ich ziehe immer mal wieder um, wenn es irgendwie nicht passt. Aber immerhin, 2 Jahre waren wir hier drin in der Base. Und lustigerweise war die Base auch der Startschuss für Tim eigentlich, ne? Mein erster Arbeitstag hier war sogar das hier. Der Umzugstag. Ja, da haben wir hier gestanden, da stand der große Laster draußen, da haben wir alle Sachen hier so reingetragen. Ja. In dem Arbeitstag steht ja auch drin, Sachen schleppen. Ne? Ja, klar. Das ist unter Sonstiges, logischerweise, steht alles drin, ja. Und dann ging es hier rein. Krass, dann bist du jetzt auch schon 2 Jahre hier. Ja. Ist schon cool, aber wenn man sich jetzt so umguckt, es ist natürlich leerer geworden. Hier, das Büro wird gar nicht mehr benutzt. Da war natürlich Kathi drin, die ist ja aber jetzt nicht mehr in der Firma und ist nach Berlin gezogen. Und dann ging es hier natürlich weiter, in dem Bereich, wo unsere Mitarbeiter saßen. Ich sag saßen, weil seit der Corona-Lockdown und so weiter sind wir immer mehr und im Endeffekt fast komplett auf Homeoffice umgestiegen. Ja? Das heißt, alle Leute, die hier saßen, haben am Ende zu Hause gearbeitet. Am Ende irgendwann auch nochmal hier ein Büro in der Ecke, dass hier auch noch mehr Platz war. Aber was man durch diese Pandemiezeit gelernt hat, ist halt auch, okay, für viele Sachen braucht man gar kein zentrales Büro, sondern viele unserer Mitarbeiter bevorzugen es auch einfach von zu Hause aus zu arbeiten. Und da hat das natürlich dann irgendwie mehr Sinn gemacht. Eine Sache, die man nicht von zu Hause aus machen kann, ist aber natürlich Lager. Denn wir haben ja von hier aus Spielchen versendet. Das war ja ein Grund dafür, warum wir die Base uns geholt haben. So eine große Halle mit einer Zufahrt, wo ein LKW durchpasst und so weiter. Das haben wir gemacht, weil wir haben ja Spielchen selbst versendet, selbst gemacht. Also zum Beispiel diese Klamotten hier. Aber wir haben ja damit aufgehört, weil es eben auch so ein riesen Aufwand war. Nicht nur Lagerung hier und dann versenden das Ganze, sondern Online-Shipping ist natürlich auch, ihr seht es, da gehört einiges dazu. Und dann kommen auch immer irgendwann wieder Retouren an. Das sind vielleicht sogar auch Retouren, weiß ich nicht. Nee, aber um ganz ehrlich zu sein, Online-Klamotten versenden, das ist ein Business, boah, extrem aufwendig, extrem viele Fehlerquellen. Da kannst du ja irgendwo eine Kleinigkeit, irgendwo mal eine falsche Größe aus Versehen einpacken. Den Kunden nervt es dann, der muss es dann zurückschicken. Wir zahlen, wenn sowas passiert, haben wir immer 7,80 Euro oder so für die Hin- und Rücksendekosten getragen. Die müssen wir ja selbst tragen. Und dann ist jede Marge kaputt einfach. Das heißt, es ist ganz ehrlich, einer der Gründe, warum wir Spielchen beendet haben, ist einfach, es hat sich nicht wirklich mehr gelohnt am Ende für mich, wenn man in Betracht zieht, wie viel Aufwand es gleichzeitig ist, wie viel ich darüber nachdenken muss. Ja, es ist einfach ein eigenes Business für sich. Ist ja nicht so, das mache ich mal nebenher so, sondern du hast auch Serious hier gemacht und das ist dann schon. Also mein Merch kann man nebenbei machen, wenn man halt eine andere Firma hat, die das macht und einfach nur jetzt ein Logo raufdruckt. Also jetzt grob so, das ist ja unser Racing-Merch eigentlich gewesen letztes Jahr. Das ist an sich simpel, aber wenn man halt alles selbst macht, ne, wie selbst mit den Produzenten sprechen. Ich meine, ich war ja sogar auf Baumwollfeldern vor Ort, um mir das anzugucken, wie das alles gemacht wird. Ich war in den Fabriken, ihr kennt die Bilder noch, wenn ihr damals schon dabei gewesen seid. Wenn man dann eben so ein Lager hier selbst hat und wenn man selbst verpackt und verschickt und Retouren, es ist halt einfach zu viel Aufwand. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Es war irgendwann was zu stressig. Aber in der Corona-Zeit hat sie halt immer dann irgendwie alles verschoben. Dann war die Sommerkollektion irgendwann erst im Oktober fertig und dann war so, ja komm, dann können wir uns irgendwie gleich lassen. Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann noch mal was mit Spielchen mache. Gerade auch Racing-Merch ist ja irgendwie auch cool. Vielleicht findet man dann einen Partner, mit dem man das so easy ein bisschen was machen kann. Aber mein Fokus ist halt YouTube und geile Videos zu machen. Und da haben wir auch, glaube ich, in der letzten Zeit richtig krasse Sachen rausgehauen. Also danke natürlich auch an die Jungs, dass sie an Marvin, an Micha und an Tim, was wir da alles so gemacht haben. Das ist, was uns am meisten Spaß macht und was wir am besten können. Und das, was sie auch am besten finanziert, ne? Durch Werbung und so weiter, läuft das ja. Und da hat einfach Spielchen dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht mit dem Aufwand einfach. Trotzdem bleiben wir Team Spielchen, ist ja klar. Spielchen Racing bleibt es auch. Ja, das war auch noch ein Raum hier vom Lager. Aber es sieht auch schon ein bisschen leerer aus, weil wir eben uns auch jetzt auf den Umzug, auf den Auszug vorbereiten. Wir haben Nachmieter, den hier reingehen, die auch Gott sei Dank große Teile von der Büroausstattung so übernehmen. Das ist halt cool. Komm, wir gehen nochmal nach oben. Ja, eigentlich. Da hat man nochmal den Blick hier aufs Büro. Es war so ein geiles Büro. Und ich bin richtig so ein bisschen melancholisch jetzt gewesen, als ich heute hier reingegangen bin. Und mir gedacht habe, ja schade so. Das war's bald. Das gehört bald nicht mehr uns und wir werden nie wieder hier sein. Also die Nachmieter haben schon gesagt, zum Abschluss sollten wir alle mal zusammen grillen, dass wir uns alle Spielchen-Media-Mitarbeiter auch hier nochmal verabschieden können von diesem Büro. Aber das habe ich bei keinem anderen Büro gehabt. Das ist so traurig bei euch, wenn man rausgeht. Also das UFO war natürlich mega cool, so von den Erinnerungen da, das war auch krass. Aber es war kürzer und das Büro war auch so ein absolutes Standardbüro. Hive war auch cool, aber es war, weiß nicht, habe ich jetzt auch nicht so die Verbindung gehabt. Aber das Ding hier, boah, das ist echt schade, wenn man rausgeht. Und jedes Mal, wenn wir Leute da hatten, haben die gesagt, boah, habt ihr ein nices Büro. Selbst jetzt, wo es jetzt so leer ist und
und niemand mehr da ist, wirkt es trotzdem irgendwie nice. Wir hatten natürlich auch unsere Küche hatten wir hier am Start und hier noch den Meetingraum. Immer noch vorbereitet, ja? Aber auch hier Akustik ist immer noch so gut. So ein großes Thema, ne? Wisst ihr noch, als wir die ganzen Panels da oben an die Decke gemacht haben und das im ganzen Büro, da hängen ja überall diese Wolken drin. Das ist ein wichtiger Schritt, der hier auch vieles, vieles verbessert hat noch. Und wenn ihr hier runter guckt, die Schaukel, eins der ersten Sachen, die wir überhaupt gemacht haben. Alleine, dass das bis heute gehalten hat, ne? Im Baumarkt haben wir oben dann mit Tim zusammen das hier gemacht. Ex-professionell natürlich, mit einem Gartenschlauch nach oben. Das Ding. Aber krass, ne? Ah, komm mal runter. Weil der eigentliche Bereich von uns, jetzt so vom Videoteam, war ja hier vorne. Der Bereich hier nicht zu vergessen. Hier haben wir auch Shootings gemacht für Spiegel. Ne? Wir hatten ganzen Foto-Hintergründe hatten wir da am Start. Lisa ist jetzt auch irgendwo da gerade in der Ecke. Soll ich weggehen? Hallo. Die sieht jetzt schon besonders unordentlich auf jeden Fall aus, ich sehe schon. Aber hier geht es dann eben rein in unseren eigenen Studiobereich. Ist auch schon ein bisschen umgebaut wieder, aber an sich, das war so cool, dass wir unsere eigene Show hier produziert haben. Felix versus alleine, wie lange wir gebraucht haben, um diesen Schreibtisch zu finden, um dieses Sofa zu finden, das stand natürlich eigentlich noch anders, die ganzen Lichter, das zu programmieren. Also Tim kannte ja auch vorher, hat es ja auch keine richtige Ahnung von so Studiotechnik so und wie man das programmiert, aber dann alles sich selbst beigebracht. Das ist schon geil, wie wir das hier aufgezogen haben. So aus dem Nichts halt einfach. Und wie es am Ende funktioniert hat. Ja. Und richtig, also selbst Kai Pflaume, der, sag ich mal, Studio-TV-Studio-Licht gewöhnt ist und so, hat gesagt, Alter, das habt ihr echt gut gemacht. So. Ja. Das war ein großes Lob, fand ich von ihm auf jeden Fall. Wir haben coole Sachen hier gemacht. Ich hab schon gesagt, wir müssen das alles mitnehmen ins neue Büro und dann einfach so einen Partyraum draus machen. Ja, auch noch okay. Da spricht das schon was an. Wir haben noch gar kein neues Büro. Das ist noch ein bisschen Wunschdenken hier. Ja, und das hier? Ist der letzte Raum, das ist eigentlich der Cutterraum gewesen. Jetzt ist es mehr so ein Meditationsraum. Anscheinend von Marvel. Nee, ich mache immer das, was ich sonst auch gemacht habe. Nämlich gar nichts. Oh. Das habe ich immer hier gemacht. Guck mal, weißt du, wer nicht gar nichts gemacht hat? Guckt euch das mal an, das ist so cool. Das hat uns ein Zuschauer geschickt. Das ist einfach ein Nachbau vom Studio. Mit dem Schreibtisch, mit der Autocouch, noch mit dem Soundabsorber hier. Mit den Fotos von allen Gästen, die hier eben zu Besuch waren bei uns. Mega, mega cool. Und das ist so cool, weil das ist dann die einzige Erinnerung zum Anfassen, die ich die jetzt dann habe vom Büro. Das ist vom Elias und der hat einen Instagram-Account @ich.zeichne.prominente. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dich, Elias. Sehr coole Sache. Ja, diesen Raum haben wir eben eigentlich auch viel umgeräumt. Jetzt gerade haben wir in erster Linie leer geräumt. Ich stand überall riesige Ultra-Wide-Bildschirme und Tastatur und Trackpad, alles. Aber haben die Jungs mitgenommen nach Hause, damit sie zu Hause schneiden können, weil die sind eben auch jetzt für den Schnitt im Homeoffice. Also jetzt Ausnahmen wie heute, wir kommen gerade vom Racing, deswegen haben wir das aber an, dass wir hier eben noch zusammen sind. Podcast-Studio hatten wir hier am Start. Schon krass, dass wir alles hier gemacht haben, wenn man darüber nachdenkt. Alles kommt eben zu einem Ende. Also um zusammenzufassen, Leute, warum gehen wir aus der Base raus? Ihr habt es ja schon jetzt im Video eigentlich zum Teil schon gesagt. Der Hauptgrund logischerweise Spielkind. Ich meine, man sieht es da hinten, ein großer Teil dieses Büros hat das Lager und das ganze Versenden eingenommen. Der fällt komplett weg und damit fallen natürlich auch einige Mitarbeiter weg. Caro zum Beispiel, die mega gute Arbeit für Spiegel gemacht hat, danke nochmal dafür. Die hat sich jetzt aber auch selbstständig gemacht als Fotografin, also viel Glück dafür. Aber ja, wir sind dementsprechend kleiner geworden und die Mitarbeiter, die noch da sind, sind zum großen Teil im Homeoffice. Also wir brauchen nicht mehr so ein Büro, wir suchen uns was Neues, aber hier in der Base, ja, können wir eigentlich so langsam die Tür schließen. Wir wollen was Neues, Cooles haben, also nichts irgendwie so in der Innenstadt in Köln, aber es sollte irgendwie besonders sein. Also hier die Base war eben auch immer sehr, sehr cool, aber zu groß. Und damit ist es damit vorbei. Die Gründe für Spielkind habt ihr eben auch gehört, jetzt warum wir damit aufgehört haben. Ich möchte an der Stelle auch einfach nochmal Danke an euch sagen, dass ihr Spielkind so sehr supportet habt. Seit 2014 habe ich ja damit angefangen schon. Ich freue mich immer wieder, wenn ich jemanden sehe, der so ein Spielkind-Hoodie trägt oder ein Shirt oder einen Rucksack von uns. Das ist sehr, sehr cool, auch wie viel gutes Feedback ihr uns in den Jahren gegeben habt. Aber ja, alles kommt irgendwann zu einem Ende. Und das war jetzt das Ende auch von der Base. Oh, Marvin, den lassen wir vielleicht einfach da drin. Vielen Dank euch fürs Zuschauen heute hier im Video. Wir sehen uns im nächsten Vlog, dann wahrscheinlich einfach von zu Hause aus, ja? Vlogdown, ihr kennt's ja. Oder wir fahren zum Racing oder vielleicht finden wir schon ein neues Büro. Wir werden sehen. Vielleicht gibt's auch noch mal so einen Vlog von hier, wo wir versuchen, alles, was wir noch nicht losgeworden sind, zu verkaufen, weil da könnt ihr vielleicht auch noch irgendwas bekommen, wenn ihr Bock habt. Aber das seht ihr alles, ja? Erstmal macht's gut und ciao. Ciao.